Für Gleichungssysteme mit zwei Variablen vor allem gibt es im Grunde genommen drei bekannte Verfahren, die angewendet werden, um solche Systeme zu lösen. Und zwar haben wir da einmal das Gleichsetzungsverfahren. Das heißt, es wird etwas gleichgesetzt und zwar möglichst irgendwie, wenn man zum Beispiel so etwas hat, y, die eine Gleichung lautet x minus 1 und eine Gleichung lautet y ist gleich 2x plus 2. Dann haben wir hier zwei gleich aussehende Teile, aber wichtig ist, dass die vor allen Dingen die Variablen enthalten. Wenn da nur 1 ist gleich x minus 1 und 1 ist gleich y minus 2 steht, dann können wir damit nichts anfangen. Wir können also wirklich nur immer gleichsetzen, wenn diese Teile, die davor im Gleichheitszeichen erstens gleich sind und zweitens mindestens eine Variable komplett enthalten. Das heißt also, wir müssen mit unseren Umformungen, die wir ohnehin schon kennen aus den Gleichungen, die müssen wir unsere Gleichungen jeweils einzeln auf eine Form bringen, wo eine Variable separiert ist und dann der Rest auf der anderen Seite steht und dann kann man den Rest gleichsetzen. Deswegen heißt das Ding Gleichsetzungsverfahren. Die andere, nächste Variante wäre das Einsetzungsverfahren, das Sie vielleicht noch kennen. Da werden mit den erlaubten Umformungen die Sachen, eine Gleichung so umgeformt, dass man sie in die andere einsetzen kann. Also mal angenommen, eine Gleichung würde lauten 3x plus 2y ist gleich 12. Und eine Gleichung haben wir schon irgendwie so umgesetzt, dass da steht x ist gleich y minus 1. Dann kann ich für dieses x genau diesen Teil einsetzen in die eine Gleichung, dann habe ich wieder nur noch einen Ausdruck, nur noch in y und kann wieder mit meinen Verfahren, die ich kenne, eine Gleichung darf ich mit einer Zahl multiplizieren, ich darf allerdings auch eine Gleichung zu einer Vielfachen einer anderen Gleichung dazu addieren. Das ist dann das dritte Verfahren. Hier werden sie, wie gesagt, eingesetzt, gleichgesetzt oder man darf sie auch addieren, das nennt sich dann Additionsverfahren. Das ist das Verfahren, mit dem ich Ihnen die nächste Aufgabe vorrechnen werde. Denn das Additionsverfahren, wenn man hinterher eine gewisse Systematik beachtet, landet entweder im Gauss-Verfahren bzw. im Gauss-Jordan. Die Sie dann wieder für die Vorlesung in Mathe brauchen. Additionsverfahren, was bedeutet das? Ich habe zum Beispiel eine Gleichung, schreibe die auch möglichst mehr übereinander, und zwar jeweils immer mit den Variablen, die dazugehören, dazu drüber. Das vierte zum Beispiel 6x plus 2y ist gleich minus 4 und 3x minus 4y ist gleich minus 19. Sieht jetzt mal im ersten Blick nicht so schön aus, aber wenn ich diese untere Gleichung mal 2 nehme, dann habe ich da im nächsten Schritt stehen. Ah, die obere habe ich ja nicht verändert, die bleibt also so stehen. Und die untere wäre dann 6x minus 8y ist gleich minus 38. So, und jetzt gehe ich her und addiere die. Dann hätte ich hier vorne nichts mehr. 2y minus 8y mit minus 6y. Und habe dann noch minus 4 minus 38 sind minus 42. Jetzt hatte ich aber nur noch eine Gleichung, weil ich meine, kann die mir mal merken. Man kann sich das aber auch immer so in so einem Art Gleichungssystem, in dem man alles mitschleppt, was man braucht. Dann haben wir hier noch minus 6y ist gleich minus 42 mitzuschleppen. Dann haben wir immer noch alle Informationen, die wir brauchen und können dann jetzt hier an dieser Stelle sofort y ausrechnen.
Das heißt also, wenn wir jetzt weiter uns das Gleichungssystem angucken, dann lassen wir die obere Gleichung erstmal so stehen. Unten haben wir dann y minus 42 durch minus 6 sind 7. Und jetzt setzt man rückwärts ein, dann hätte man das Gauss-Verfahren. Das heißt, die 7 kommt an diese Stelle. Und wenn man später das Ganze in Matrix-Schreibweise schreibt und die eine Matrix zu einer sogenannten Einheitsmatrix umformt, hätte man das Gauss-Jordan-Verfahren. Diese Verfahren werden aber dann erst im Laufe der Vorlesung erläutert. So, hier kurz noch zu Ende gerechnet, damit wir einen schönen Abschluss für das Video haben. Wenn wir das jetzt hier einsetzen, dann kriegen wir hier noch minus 6y plus 2 mal 7 sind 14, ist gleich minus 4. Y ist immer noch gleich 7. Und jetzt kann ich das ausrechnen, die 14 auf die andere Seite. Dann komme ich auf minus 18. Und hier ist aus dem x und y geworden. Sollten wir natürlich nicht ändern. Hier kommt man dann auf 18, minus 18 durch minus 6. Das sind dann 3. Also ist x gleich 3, y gleich 7. Und jetzt kann man gucken, wenn man das oben einsetzt, ob das funktioniert. Und wenn man das macht, dann wird man hoffentlich feststellen, dass das Ausrechnen der Rückführung tatsächlich bei der Probe auf die richtige Lösung führt.